Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss. In den 70ern beherrschte die Terrorgruppe RAF die Schlagzeilen der Bundesrepublik. Viele Künstler und Intellektuelle wurden als Sympathisanten der RAF bezeichnet. Erstmals beleuchtet ein Film die Hintergründe der sogenannten Sympathisanten. Es wird höchste Zeit, dass das breite Sympathisantenfeld aufgelöst wird und dass der Nährboden, auf dem die Ideologie des Terrors sich ausbreitete, ausgetrocknet wird. Es macht mich wahnsinnig, ewig mich gehetzt zu fühlen, denunziert zu fühlen. Böll war wirklich überzeugt, dass hier der Rechtsstaat am Ende ist. Man hat es auch gemerkt, wie hysterisch die Polizei reagiert hat mitunter. Also ist man natürlich sehr schnell in diese Ecke reingerutscht, dass man ihnen hilft, auch wenn man es nicht getan hat. Das ist das Gefängnis, ne? Da sind die Zellen. Irgendeiner dieser Zellen muss hier gesessen haben. Es hat tatsächlich ein großes Sympathisantenumfeld gegeben. Sympathisant war ja eine Erfindung der Presse. Den Begriff gab es vorher in diesem Zusammenhang gar nicht. Es war schon schick, zu sympathisieren. Was ist ein Deutscher? Wer sind die Deutschen? Was ist das für ein Land? Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt. Es ist nie wieder gut zu machen. Es muss Schluss sein mit einer Art von versteckter Sympathie.